22. August 1992. Ein Datum, das die Stadt Rostock in Deutschland und in ganz Europa unrühmlich bekannt gemacht hat. An diesem Tag begannen die fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, die sich insgesamt über 4 Nächte erstrecken sollten. Die Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen 1992 gelten als die massivsten rassistischen Ausschreitungen und das größte Pogrom der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dieses Jahr wird in Rostock zum 25. Mal der Pogrome gedacht. Die Vorfälle in Lichtenhagen waren schlimm, sind eine Schande auch für unser Land. Und ich finde es gut, dass diese Vorfälle aufgearbeitet worden sind, dass man hier nichts unter den Teppich gekehrt hat und dass wir heute an diese Vorfälle erinnern, aber auch deutlich machen, wir wollen ein menschliches Land sein. Zwischen dem 22. und 26. August 1992 kam es vor einem Wohnheim für vietnamesische Vertragsarbeiter und der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber zu extremen gewalttätigen und rassistischen Ausschreitungen. Über 1000 Menschen versuchten das Gebäude zu stürmen, warfen Steine und Brandsätze, bis das sogenannte Sonnenblumenhaus schließlich in Brand gesetzt wurde. Weitere tausende Menschen schauten zu und applaudierten den Randalierern, sodass die Polizei am Höhepunkt der Gewalt überfordert den Rückzug antrat. Die Bewohner des brennenden Hauses entgingen dem Tod nur knapp. Also der Umgang einer Stadt mit solch schrecklichen Ereignissen, der ist ja nicht leicht. Der erste Reflex ist ja immer, oh Gott, und lass uns das vergessen und den Mantel der Geschichte drüber breiten, weil es für die Stadt natürlich alles andere als eine positive Werbung ist. Und dergestalt hat die Hansestadt Rostock sich auch lange schwer getan, mit den Geschehnissen umzugehen. Das hat ja durchaus Risse in der Stadtgesellschaft gegeben, Wunden erzeugt. Und da ist man eher geneigt, wegzusehen, wegzuhören und das Thema am liebsten ad acta legen. Ich denke, in den letzten Jahren hat sich was verändert. Wir haben verstanden, dass das nicht nur eine Last ist, sondern auch eine Chance, eine Motivation, damit umzugehen. Und Rostock ist heute anders. Eine weltoffene, tolerante Stadt. Schon seit Monaten bieten Initiativen und Vereine in Rostock verschiedene Veranstaltungen an, um die Erinnerung an die Ereignisse wachzuhalten und über ihre heutige Bedeutung zu sprechen. Ab dem 22. August begannen dann die zentralen Gedenkveranstaltungen in der ganzen Stadt. Weil wir einfach versuchen, in unserer Stadt Verantwortung zu übernehmen. Gedenken ist eine gute Sache, erinnern auch, aber Verantwortung tragen, das ist für mich die höchste Form, wenn man über ein geschichtliches Ereignis spricht. Wir erleben ja auch heute immer wieder Fremdenfeindlichkeit, Übergriffe, zum Beispiel auch auf Flüchtlingsunterkünfte. Deswegen müssen wir deutlich machen, dass jede und jeder von uns sich im Alltag entgegenstellen muss, wenn andere ausgegrenzt werden, wenn Hass und Hetze betrieben werden. Den Kern der Gedenkwoche bilden die Enthüllungen von 5 dezentralen Kunstwerken von der Künstlergruppe Schaum aus Rostock. Die Kunstwerke tragen die Titel Politik, Medien, Gesellschaft, Staatsgewalt und Selbstjustiz und werden an öffentlichen Orten aufgestellt, an denen damals keine Verantwortung übernommen wurde. Lediglich das Kunstwerk Gesellschaft am alten Standort des Jugendzentrums JATZ widmet sich der Zivilcourage, die es durchaus auch 1992 gab. Das Konzept des dezentralen Erinnerns und Mahnens wurde von der Arbeitsgruppe Gedenken erarbeitet. Also die Gedenkwoche besteht ja aus ganz vielen Momenten, Ereignissen, ganz, ganz vielen Veranstaltungen. Heute haben wir die erste Stele der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, also das Konzept des dezentralen Erinnerns. Wir werden auch eine im Sonnenblumenhaus haben, eine vor der Polizei, eine vor der Ostsee-Zeitung, eine am Standort des ehemaligen Jugendalternativzentrums, also alle die Facetten, die damals mitgewirkt haben, Politik, Polizei, Stadtgesellschaft, jeder sozusagen mit seiner Aussage. Ist ganz spannend, man kann dem in der Stadt nicht entkommen und das an verschiedenen Stellen besichtigen. Neben den Enthüllungen der Kunstwerke fanden viele weitere Veranstaltungen rund um das Thema Gedenken und 25 Jahre Lichtenhagen statt. Dazu zählen zum Beispiel Podiumsdiskussionen, Konzerte und Filmvorführungen.